Calcio Berlin, Wahlkampf, Gude und herzlich willkommen, da sind wir wieder, die Genossen Levinson und Krüger sind am Start. Was geht ab, wie geht's euch? Ich sage nur Salve. Salve sagst du, okay. Ja. Was sagst du? Das ist ein Indiz. Jetzt habe ich, ich weiß ein Case, glaube ich, jetzt schon relativ sicher. Salve. Also mein, Salve. Wie das soll, Salve? Soll ich sagen? Weißt du, nein. Richtig komische Assoziation. Salve Regina war Galopp Derby 2. 2002. Das ist die Assoziation. Was? Salve Regina, die Galopperin. Ja. Eine der besten, des Jahres 2002. Mhm. Aber es geht nicht um die besten Galopper des Jahres 2002. Es geht auch nicht um die Trailer für All or Nothing deutsche Nationalmannschaft. Wobei ich darüber gerne reden würde. Ja, ich auch. Das ist ich glaube, das werden wir auch noch. Es ist eine Idee gewachsen in diesem Raum, als wir den Trailer gesehen haben. Vielleicht gibt es da eine, wir können nichts versprechen, aber vielleicht können wir da die ein oder andere gemeinschaftliche Seherfahrung einrichten. Ja, weil ich finde, das ist für ganz Deutschland relevant. Und damit sind wir im Fußballbereich dafür eigentlich verpflichtet, damit was zu machen. Ich brodel förmlich. Ich auch, guck mich an. Ich brodel. Ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen, weil ich von euch keinen Support hatte. Ja, das kenne ich. Ich hoffe, ich habe heute euren Support. In der Frage, was ist denn der beste Spitzname der Fußballgeschichte? Wir suchen den besten Nickname, Spitzname, den es im Fußball gibt. Spitzname finde ich auch schön, ja. Und hattet ihr Spitznames als Kinder und Jugendliche? Na, ich heiße ja Nico, mit vollem Namen. Ist Nico dann schon Spitzname quasi? Ja, so halb, ne? Ja, eine Abkürzung. Weil wenn nicht, dann... Nee, ich hatte eigentlich nicht Spitznamen. Du? Sag ich nicht. Die sagst du nicht. Sag ich nicht. Gibt schon Gründe, manche Spitznamen bleiben unter Verschluss. Ja, manche Spitznamen sollte man halt einfach dann auch mal beerdigen. Und Krögon. Also tatsächlich werde ich selten und wurde auch selten Christoph genannt. Ja. Tatsächlich, also alles Mögliche. Krögi ist ja eigentlich auch ein Spitzname. Wurdest du Krieg-Krö genannt? Nee, Krieg-Krö nicht. Du weißt, in der Schule wurde ich Hugo genannt. Ja. Das weiß ich bis heute nicht warum, aber war so. Wie? Hugo. Wurde Jugo. Gesagt, dass ich Jugoslawe bin, und dann habe ich gesagt, jo, okay, alles klar, bin ich Jugo. Alles klar. Aber hat sich auch nicht gehalten bis heute. Levinson ist ja die Mama-Seite, die andere ist der Hellbach. Ja. Und daraus ist temporär oder wird heute noch von manchen Leuten verwendet, Hellboy geworden. Hellboy, er macht Sinn. Oh. Das ist eigentlich ganz cool, damit kann man arbeiten. Damit kann man wirklich arbeiten. Ja. So, wir greifen jetzt einfach mal zu, würde ich sagen. Ach so, ja. Greift immer zuerst zu. Ich war jetzt so lange eins. Ich habe nur eine Hand, ich muss mich da wirklich ranhalten. Wenn das wieder die Eins ist, das sieht doch schon so aus. Nee, Ich bin nur noch drei. Ja, wir machen bald mal neue Loszettel. Vielleicht Benjamin Button irgendwann, ich bin nur noch drei. Finde ich gut, ja. Nee, das sortieren wir gleich schon wieder ein. Alles klar, Ordnung muss sein. Ich mache es immer direkt. Alter, das war ein Geistesblitz, Mann. Ja, war ein Geistesblitz. Ich hab Bock. Ja, heiß ist man hier heute. Ja. Großer Calcio Berlin Content-Tag. Ich muss mich ein bisschen sammeln, weil ich muss hier durchackern, weil sonst wird die Minute knapp. Das war das Ernie-Geräusch, ne? Wie gesagt, ich glaube, ich brauche weniger und du kriegst meine Zeit an von mir. Du bist ja eins, ne? Ja. Ich bin ja eins. Ja, ich hab eine Uhr. Ja. Ja. Bist du auch bereit? Geht so. Jetzt. 3, 2, 1, go. Ich habe ihn nicht kommen sehen, sonst wäre ich ausgewichen. Wie ich es schon so häufig gemacht habe. Ich fühlte den Einschlag, ich hörte das Geräusch wie ein Stück Holz, das bricht. Ich wusste sofort, was passiert war. Du hast Angst verbreitet. Sollte man deine Biografie jemals verfilmen, dann wird es ein Psychothriller. Freddy Krüger, Hannibal Lecter, du. Vor dir hat sich einer der besten Fußballer aller Zeiten so sehr gefürchtet, dass er wegrennen wollte wie Nico Heimer vor der Water Challenge. Und diese Angst war vollkommen berechtigt. Schließlich hattest du schon die Weltkarriere von Bernd Schuster mehr oder weniger mit einem brutalen Foul beendet. Warum nicht auch die von diesem nervigen argentinischen Zwerg? 1983 hast du Diego Maradona den Knöchel gebrochen. Eins der härtesten Fouls der Fußballgeschichte. 2 Jahre später tratst du ihm bei einer Rudelbildung gegen die Brust. Deine Gegner hatten Angst, alle anderen hassten dich. Und du hast dir den Schuh, der Maradonas Knöchel brach, voller Stolz in eine Vitrine gestellt. Du bist der Schlechter. Du bist Andoni Goikoetxea. Du bist der Butcher of Bilbao. Und du hast mehr Angst verdient. Hallo, gepasst? Nice. Ich wollte erst Liebe sagen, aber das hat sich irgendwie, das fühlte sich nicht richtig an. Der Butcher of Bilbao, ja, Mann. Der Butcher of Bilbao, ist ein guter Name. Ja, sehr guter Name. Okay. Ja. Bring mich rein. Bist du auch bereit? Ja. Dann 3, 2, 1. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich euch das verkaufen soll. Der Spitzname, von dem ich lautet One Size. Und vielleicht klingelt es da bei euch schon. Auf den ersten Blick macht das keinen Sinn. Weder dein Nickname noch der Spieler.
Hat man jemals was von gehört? Zumindest vorgestern. Warum auch? Durchbruch bei Chesham United. Die meisten Spiele für die Queen's Park Rangers. Niemals länger als 3-4 Jahre bei einem Verein. Ein Journeyman. Keine Titel, keine Auszeichnung. Keinen Grund, diesen Spieler zu erwähnen. Und bis ich euch sage, Moment, andersrum. Und auch wenn ich euch sage, Sam Fitz Hall heißt, dürfte das wenig bei euch auslesen. Bis man die Anordnung von Name und Spitzname dreht und den besten Fußball-Nickname aller Zeiten hat, weil man denkt, dass man gerade eine Snapback kauft. One size fits all. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht gerade. Der Mann heißt Fitz Hall. Und sein Spitzname ist One Size. One Size Fitz All. Und es ist locker der beste Spitzname aller Zeiten. Okay, okay, okay. Bist du ready, Niklas? Ich habe leider zu sehr. Ich war gerade der Butcher von Bilbao zwischenzeitlich in meinem eigenen Tag. Ich habe komplett die Kontrolle verloren. Ready? Ich bin ready, ja. Und dann sage ich 3, 2, 1, bitte. Er ist der Marcus Aurelius des Fußballs, denn auch er hat uns einen Schatz an Weisheiten hinterlassen, für die wir bis heute Verwendung finden. Geht's raus und spielt's Fußball. Er ist der Nero des Fußballs, denn am 8. Juli 1990 steckte auch er Rom in Brand. Er ist der Cäsar des Fußballs, denn trotz aller Errungenschaften währte auch sein Glanz nicht für immer. Als er sagt, er hätte noch keinen einzigen Sklaven in Katar gesehen, hätte man ihn allerdings fragen müssen, et tu, Franz? Doch das macht ihn nur noch mehr zu dem, der er heute noch ist. Denn die großen Herrscher Roms waren nie nur Lichtgestalt, sondern Männer mit mal mehr und mal weniger schrecklichen Makel. Fünffacher deutscher Meister und dreifacher Gewinner des Europapokals der Landesmeister. Europameister, Weltmeister als Spieler und Trainer, zweimaliger Gewinner des Ballon d'Or, eine Liste an Errungenschaften, die eines Kaisers würdig ist. Und am Ende war er doch nur ein Mensch mit seinen Fehlern und Lastern, wie wir alle anderen auch, genau wie alle Kaiser vor ihm. Franz Beckenbauer, der Kaiser und der Mann mit dem besten Spitznamen der Fußballgeschichte. Hat die Zeit schon einmal gestoppt davor? Ich dachte, du warst vor dem letzten Satz fertig. Okay. Der Kaiser. Ja, finde ich aber auch sehr berechtigt hier. Oh, da haben wir, in meinen Augen gibt es da schon den einen oder anderen. Auf jeden Fall. Ja, das wird es abs geben. Ich habe alleine wegen der Origin-Story und der Art und Weise, wie er ihn dann für sich manifestiert und gekrallt hat, habe ich über Zecke nachgedacht. Ja, weil die Geschichte mit den Ölgemälden, genau, die er versteigert hat, ist halt einfach schon überragend. Er hat sich halt den Pass eintragen lassen. Da stand im Personalausweis Zecke. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Ja. Von mir? Du auch? Nee, warum? Der Lord? Ich dachte, du bringst den Lord. Ich dachte auch, ich gestern noch zum Kumpel gesagt, als er gesagt hat, nimm doch den, habe ich gesagt, der kommt bestimmt von Niklas. Nee. Ich dachte, du kommst mit dem Lord hier heute. Ich dachte, nach deiner Anmoderation, natürlich, du kommst mit Adriano, dem Imperator. Imperator. Das wäre auch gegangen. Das wäre auch gegangen bei Salve. Und das übrigens wäre für mich auch jemand, den ich hier erwarte. Also, was heißt erwartet bei so viel Auswahl, aber ein sehr toller Auswahl ist riesig. Phenomeno. Phenomeno, habe ich auch drüber nachgedacht, ja. Für mich einer, den ich immer überragend fand und ich glaube, er ist aber leider ein bisschen abgeschroschen. Ich habe es geliebt, dass Oliver Kahn der Titan genannt worden ist. Einfach ein geiler Spitzname. Sehr guter Name, ja, muss man sagen. Finde ich einfach als einer der absurdesten Spitznamen. Ja, weißt du, wie der zustande gekommen ist? Ich kann es dir genau sagen. Ja, ich habe auch gelesen. Erste Trainingseinheit ist mal ein Schnitzel, als er zu leicht war. Ja. Gibt natürlich so Sachen wie auch Mozart oder Schlaubi für Jonas Hector. Ich mochte immer die, in die auch deine Richtung gehen. Hier, Ivan der Schreckliche war ein toller Spitzname zum Beispiel, ne, für einen knüppelharten Spieler. Ich habe wirklich überlegt, ob ich als Norddeutscher mit was richtig. Also ich glaube, das können nur Norddeutsche nachempfinden, wie schön der Spitzname uns Uwe ist. Weil ich dachte darüber nach. Weil das bedeutet ja eigentlich nur unser Uwe. Aber da es halt alle sagen in Hamburg, das ist uns Uwe. Der heißt nicht ist Uwe sein Seeler, Name, das ist uns Uwe. Und dass alle sagen, das ist unser Uwe, außer vielleicht St. Pauli-Fans wahrscheinlich. Das finde ich so wholesome einfach. Das ist einfach so schön. Mir ging es auch darum, also für mich war wichtig, fängt dieser Spitzname, was macht den besten Spitznamen aus, dass er die Essenz des Menschen, des Spielers einfangen soll, um den es geht. Das war meine Priorität. Und das ist bei Uwe Seeler absolut der Fall, weil er eben so geblieben ist, wie er geblieben ist bis zuletzt. Immer da geblieben und das fängt also uns, Uwe, fängt den warmherzigen, tollen Menschen Uwe Seeler in seiner Vollständigkeit komplett ein. Ich glaube, es gibt ein Gedicht, ein norddeutsches Gedicht. Und ich glaube, ist das auch Uwe, der von der See zurückkommt? Frag mich nicht über norddeutsche Gedichte. Ist es uns Uwe, Gedichte, der da irgendwie wiederkommt? Ich glaube, das hängt damit irgendwie zusammen, aber einfach ein schöner Spitzname. Also wir könnten noch ewig über Snaps reden. Ich fand Komm, da gibt es so viele gute. Darren Anderton, der immer verletzt war und den Spitznamen Sicknote bekommen hat und einfach, einfach so genannt worden ist. Übrigens, Kolo Moani hat sich gerade krank schreiben lassen. Dennis, the non-flying Dutchman, Bergkamp, weil er Flugangst hatte. Also, auch Chicharito.
Er ist ein Spitzname. Oh, ja, ja. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ja. Weil ich glaube, kein Spitzname, außer jetzt wie Zecke, weil er halt sich so genannt hat, aber kein Spitzname wurde in deutschen Medienhäusern oder in der deutschen Berichterstattung häufiger genannt wie Diss. Ja. Doch. Weil es immer gesagt wurde, wisst ihr übrigens, was Chicharito heißt? Die kleine Erbse. Soll ich sagen, welcher häufiger genannt worden ist? Ailton. Der Kugelblitz. Der Kugelblitz. Ist ein guter Spitzname. Zum Lore muss man sagen, für den Lore hätte gesprochen, kaum ein Spitzname ist so ein virales Meme geworden im Fußball wie der Lord. Das hat ja wirklich dann Dimensionen und Blüten getrieben, die wirklich wild gewesen sind. BFG? Was? BFG? The Big Fucking German? Ah ja, stimmt. Merte fand ich immer einen geilen Spitznamen. Für mich die deutsche Eiche irgendwie. Aber guck mal, alleine, dass ich es gesagt habe und es nicht geklingelt hat, zeigt, dass der Spitzname nicht genug verankert ist. Wenn du Big Fucking German gesagt hättest, hätte ich es gewusst. Aber dann für mich ist es die deutsche Eiche. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Spitznamen... Wahrscheinlich, haben schon, wurde er schon genannt, ne? Nee, habe ich noch nie gehört. Ah, ja, gut. Nigel de Jong, Rasenmäher, auch natürlich bekannt. Es gab wirklich... Es gab noch einen Ja. Also, ich habe in Bezug auf Uwe erklärt, worum es mir ging. Und ich finde halt, dass der... Also, man muss schon ein ganz besonderer Spieler gewesen sein, herausragend, um den Spitznamen verdient zu haben und auch mit Würde tragen zu können, einfach nur der Kaiser. Nicht der Kaiser von irgendwas, der Kaiser von hier, von da, der Kaiser. Und es gab einen Spieler, der in Deutschland als Gesamtfußballpersönlichkeit das geboten hat, um diesem Namen gerecht werden zu können. Und das ist für mich Franz Beckenbauer, der halt wirklich, also Lichtgestalt kam ja auch nicht von ungefähr. Ja. Und er ist gefallen irgendwo. Also jetzt keine deutsche Lichtgestalt ist nicht gefallen. Kein Kaiser ist ohne wirklich, man kommt Flecken in der Biografie. Als deutscher Sportheld kommt man gut weg, wenn man nicht zwischenzeitlich im Knast landet. Das stimmt tatsächlich. Aber ich finde, Franz Beckenbauer füllt diesen Namen wunderbar aus. Und ich finde, er fasst auch den Fußballer Franz Beckenbauer zusammen, weil er war ja so imperious. Er ist ja einfach wirklich eine Figur gewesen, die aus sich heraus eine Sicherheit, eine Größe, eine Eleganz ausgestrahlt hat. Und ich finde einfach, der Kaiser, es ging ja sogar so weit, dass es einen Fußballschuh gab, der Kaiser 5. Mit dem habe ich so lange gespielt, bis ich mir die Copa Mundiale immer mal leisten konnte. Das war der erste deutsche Fußballsuperstar. Gebe noch dann, auch wenn er in der, ich glaube, politischen Bedeutung eins kleiner ist, Pelé war natürlich Il Rey, der König. Ja. Es gab auch King. Ja. Eric Cantona. Stimmt, Cantona, richtig. War er immer hier. Und wie auch immer Zlatan sich selbst nennt, ist eigentlich wahrscheinlich auch noch was man nennen sollte. Zu Fitz Hall, da, für mich geht es bei Spitznamen nämlich genau drei Sachen, die wichtig sind. Es gibt drei Herangehensweisen. Die erste ist, das, was du gesagt hast, ein sehr passende. Ja. Das zweite ist, einen, der Angst einjagt. Einer, der so mächtig und gefährlich wirkt, der Butcher, Ivan der Schreckliche, der Titan fallen für mich da rein. Und die Lustigen. Mhm. Und er hieß One Size Fitz Hall. Also der Mann heißt Fitz Hall, weil er eben auch so ein Journeyman war, der immer wieder kam irgendwo an, wurde reingeplackt, 60, 30 Spiele gemacht in der Saison, nächster Verein. Das ist so gut. Es ist wirklich das einfach, ist wirklich es ist großartig. Nur Gag. Der Spieler ist nicht wichtig, der Spieler hat nichts erreicht. Aber wie heißt für er mich richtig mit Vornamen? Fitz Hall. Der Mann heißt Fitz Hall. Ach so, Fitz und Hall. Fitz. Ach, der gesamte Name, der Nachname wäre Fitz Hall, also wie Frankie Fitz Hall, oder? Hall ist der Name und sein Spitzname ist One Size. One Size Fits All. Ah, und schön. Wirklich schön. Nur Gag. Ich kann auch mehr jetzt nicht mehr darüber sagen. Er hat dann irgendwann eine Klamottenmarke mit demselben Ding gegründet. Er ist 1,93 Meter groß und 90 Kilo schwer. Wäre enttäuscht. Verteidiger-Mittelstürmer, die klassische Kombination. Wäre sehr enttäuscht, wenn die unterschiedliche Größen angeboten hätten. Ja, das ist richtig. Bei dem Label. Das haben sie nicht gemacht. Und das ist für mich eben einfach so witzig gewesen. Ich habe ihn ja, Fitz Hall. Dann, ich muss auch ein Gesicht gerade vor mir haben, weil ich habe keine Ahnung, wer das jetzt sein könnte. Ich habe es in der Recherche, es gibt ja so ein paar Rankings, die besten Nicknames. Übrigens da richtig absurd, Ronaldinho wird da wirklich als richtiger Spitzname genannt, sowas finde ich immer komplett Unfug. Nein, also das die wurden halt einfach auch, verniedlicht. Das ist ja auch Kaka-Spitzname. Also ist ja auch quasi. Das sind ja alles auch quasi Spitznamen, aber die haben sie halt alle als Kinder bekommen, so, ja, mein Gott, weil die Barnet, Chesham, Oldham, Southampton, Crystal Palace, Wigan, QPR, Newcastle, wieder QPR, Watford, Without Club, Watford. Das ist eine schöne Karriere. Ja, aber der hat ja auch mal einen Marktwert gehabt. Hör mal, der hat ja 86 Premier League-Spiele gemacht. Hör mal. Ja, aber ich sage nur trotzdem, keine Auszeichnung, keine Titel. Nee, aber das ist ein solider Fußballer gewesen. Also der beste Fußballer hier am Tisch ist natürlich Franz Beckenbauer. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Fitz Benjamin Hall heißt er. Ja, genau. Aber One Size Fitz Benjamin Hall. Ja. Goykot Cheer. Man spricht ja nicht beide Vornamen bei jedem aus, weil Franz Beckenbauer, da spielt es ja keine Rolle, aber der heißt ja auch. Ich werde euch am Ende sagen, ich hätte ohne Benjamin für dich gestimmt. Das würde ich sagen. Wir hatten ja hier mal irgendwann die Ausgabe, die größten Bösewichte, die härtesten Hunde. Bad Boys. Härtesten Hunde, ja. Und da haben wir ja auch über den Typen gesprochen, der dann Schauspieler wurde, wo ich mir nie den mag. Vinnie Jones. Ja, genau, Vinnie Jones. Und den guckst du an und siehst, der ist böse. Und Goykot Cheer guckst du an und weißt, der ist böse. Ja. Und du weißt, der war du ja vor allem, solltest Angst haben. Der war ja auch wirklich noch aus einer Zeit, wo es halt diesen Spielertyp gab, der einfach nur Knochen brechen sollte. Der hat, also
der hat halt, wie gesagt, Bernd Schusters Karriere, ich habe es jetzt so ein bisschen umschrieben, wie quasi die Karriere beendet. Der hat dem eine so schwere Knieverletzung zugefügt, dass der halt nie wieder das Level erreicht hat von vorher. Wie mal ein Freund von mir über einen Hund gesagt hat, der ist böse innen drin. Der ist aber auch nach außen böse, finde ich. Also, naja, aber ich meine, der meinte auch, du siehst dem Hund außen an, so, dass er böse innen drin ist. Ja. Und das gilt für den auch. Man sieht das, er ist böse innen drin. Der ist wirklich böse innen drin. Und dann, wenn du dir dieses Foul anguckst, ich hatte das damals mal angeguckt für ein Video über Maradona, aber ich hatte das nicht mehr so in Erinnerung, wie er wirklich mit Vorsatz von schräg hinten. Aber das war nicht die Rudelbildung, wo danach die Schlägerei losbringen, weil Maradona hat ja gebrochenen Fuß dann. Oder war das die? Nein, das war 2 Jahre später. Ja. Mit dem Kick? Beim Rückspiel? Mit dem Kick. War das gegen die? Nein, das war 2 Jahre später gegen Barcelona, also wieder Bilbao gegen Barcelona. Und da hat er Maradona dann noch in die Brust getreten. Ja. Nachdem er ihm schon den Knöchel gebrochen hat, für das er. Da scheiden sich so ein bisschen die Aufzeichnung sozusagen. Die einen sagen 10, die anderen sagen 16 Spiele gesperrt wurde. Manche haben lebenslang gefordert. Und den Titel hat er von irgendeiner britischen Zeitschrift bekommen, weil er war wirklich komplett unten durch. Sie haben ihn alle gehasst. Aber besonders schön, das Ganze wird nämlich noch abgerundet. Das macht ja eigentlich umso geiler. Die Times und die 11 Freunde haben die härtesten und brutalsten Verteidiger aller Zeiten gerankt. Er ist bei beiden auf Platz 1 gelandet. Ja, gut. Also dieser Spitzname. War mal kurz, wie der richtig heißt. Andoni Goikoetxea. Und hat dann noch einen Zusatznamen, der, glaube ich, sein irgendwie angeheiratet ist. Baskische Namen, schwer für deutsche Mäuler. Goikoetxea. Kann man mal sagen. Aber The Butcher of Bilbao dann noch mit dieser Alliteration. Weil auf Deutsch heißt der Schlechter von Bilbao ist auch schön. Nee, aber Butcher ist besser. Butcher, ja, Butcher von Bilbao. Butcher, ja, das ist schon Bilbao. Sehr, sehr nice. Aber der ist echt böse innen drin. Ja. Hat sein gesamtes Leben nach dem Fußball wohltätigen Zwecken gewidmet. Ja? Nee. Gut. Keine Ahnung. Ich habe mich schon gewundert. Kann sein, aber ich weiß nicht. Weil man hat ja dann gedacht, so, ja, vielleicht bereut er irgendwas, so, überhaupt nicht. Der Schuh steht schön in der Vitrine, da kann er ihn immer angucken, was er erreicht hat. Das war sein Karrierehöhepunkt, ne? Maradona den Knöchel zu brechen. Das ist aber in Ordnung. Das finde ich wirklich in Ordnung. Wenn du sagst. Wenn du vielleicht einfach dich selber nicht auseinandersetzen musst, vielleicht mit deiner eigenen, also ob du richtig gehandelt hast oder falsch, einfach komplett auszuschalten. Einfach sagen, ja, alles war richtig, ich habe alles gut gemacht, einfach gar nichts an dich ranzulassen. Naja, es war ja null sein Introspektion. Er wurde ja dafür aufgestellt, ja. Also vielleicht nicht unbedingt, um zu verletzen, aber um zu zerstören, um zu schlachten. Gut, das hat er dann halt ein paar Mal auf die Spitze getrieben. Musst du halt, gut. Ne? Das ist eine. Das gehört dazu. Schwund ist immer. In so Filmen mit Bösewicht wird immer gesagt, ich hatte meine Befehle. Wo geschlachtet wird? Fallen Knöchel. Knöchel, ja. Gut. Fallen Knöchel. Ja, gut. Stimme ab oder was? Hilft ja alles nichts. Oh. Ich möchte nochmal, also wie gesagt, ich. Ja. Der. Nicht, wie gesagt, das, ja, das ist nicht ein. Das ist ja nicht der Metzger, das macht doch Sinn, weil es Butcher auf Bilbao ist. Ja, aber es ist nicht The Butcher, es ist The Butcher auf Bilbao. Ich glaube, es ist der Butcher. Rufname Butcher. Ich möchte mal sagen, es ist nicht der Kaiser, der Kaiser von, es ist der Kaiser. Der. Was ist eigentlich monarchisch höher? Kaiser. Kaiser ist am höchsten. Es gab, unterm Römischen Reich, wo es einen Kaiser gab, gab es auch noch Könige, die aber halt. Also der Einzige, der. Es waren quasi wie Ministerpräsidenten. Der Einzige, der auf Augenhöhe mit dem Papst reden konnte, war der Kaiser. Das war ja auch von Gottes Gnaden dann. Das war ja auch so ein Machtding, weil es gab ja oft das Streit zwischen. Von Gottes Gnaden. Der Einzige, zwischen Päpsten und Kaisern. Das muss ich aber noch nachfragen, weil es gibt ja unterschiedliche Theorien, wo dieser Spitzname herkommt. Eine davon ist ja, dass die Bild den erfunden hat. Ja. Wirft das ein negatives Licht auf diesen Spitznamen? Ich weiß nicht, ob das stimmt, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ist scheiße, das ist, na, das ist für mich aber auch scheißegal, weil er ist ja. Also der hat sich dann durchgesetzt. Hat sich durchgesetzt und niemand denkt an die Bild, wenn er an den Spitznamen denkt, würde ich sagen. Noch mal drüber nachdenken, Nico. Ja. Ich hatte, was das Schöne ist an dieser Folge, ist, dass es nicht ansatzweise eine klare Top 3 gab oder so, die man hier erwarten konnte. Nee. Das heißt, überrascht, ich kannte beide Spitznamen, überrascht bin ich also nicht von den Cases, aber ich finde es eine sehr, sehr schöne Auswahl. Er muss anfangen. Niklas. Ich muss mal anfangen, ja. Ja. Das ist immer aktuell meine Rolle hier. Das ist das Schicksal Nummer 3. Ja, selbst. Ja. Ich muss sagen, wir haben ja jetzt verschiedene Herangehensweisen heute präsentiert bekommen, wie man sowas aufdröseln kann und verargumentiert, warum es der Beste sein soll. Ich sehe nicht so ganz das Alleinstellungsmerkmal von Butcher of Bilbao, wenn ich an Spitznamen wie Ivan der Schreckliche denke. Die nehmen sich in meinen Augen nicht viel. Ich wüsste nicht, warum der eine der Beste aller Zeiten sein soll im Vergleich zum anderen. Und da habe ich nur zwischen zwei in die Auswahl. Ich muss sagen, es ist halt schon außergewöhnlich gestört lustig, dass ein Spieler Fitz Hall heißt und der Spitzname
One Size kriegt. Deswegen stimme ich für One Size. Dann bin ich dran. Und ich kann sagen, ich hatte den Butcher of Bilbao einfach höher in meinem persönlichen Ranking. Und deshalb habe ich viel. Ich weiß nicht, warum ich dich noch supporte, weil du supportest mich nie. Ich supporte dich. Das hast du vor zwei Wochen über mich gesagt. Irgendwie macht das keinen Sinn, weil irgendjemand supportet dich. Aber ich habe letzte Woche für Courtois gestimmt und jetzt wieder für Crazy Case. Ich bin quasi ein Verbrecher, wenn man so will. Wen supporte Krüge ich? Krüge on the wheel. Krüge on the wheel. Ich muss zugeben, ich hatte eine Nummer 1, die hier auch präsentiert wurde, weil ich finde, nichts passt so sehr, nichts ist größer als der Kaiser. Ich finde Schwanz heißt sehr lustig, aber der Kaiser ist einfach, den nennt man ja fast gar nicht mehr Franz Beckenbauer, sondern Kaiser Franz. Also, ich werde nicht für den Butcher of Bilbao dem Kaiser im Weg stehen. Meine Stimme, ich finde es ein bisschen besser. Ja, aber lass doch mal kurz hier überlegen, ob du vielleicht switchen willst, weil das ist ja, das kanntest du ja vorher nicht mal. Das war ja einfach lustig. Und Ivan der Schreckliche ist natürlich ein schöner Spitzname, aber der war halt viel schrecklicher. Der war halt wirklich brutal. Nee, ich will nicht. Ich muss heute wirklich sagen, heute will ich nicht. Ich will heute nicht. Also DK, der Drift King, der Kaiser, wie auch immer man ihn nennen will. Der Kaiser trägt den besten Spitznamen der Fußballgeschichte. Damit kann ich leben. Wenn One Size gewonnen hätte, hätte ich das Format abgebrochen. In die Kommentare, wie wir vergessen haben, wenn ihr am besten fandet, was wir als nächstes machen sollen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Küsschen. Salve.